Und was für ein Gefühl gewesen sein muss, in diesem Haus aufzuwachsen. Und dabei fällt mir dieser sehr eigenartige Stilmix auf, den ich halt durch das Spiel, ja, also der sich ja auch schon bei der Berganstalt durch alle Räume zieht, dass man halt gar nicht so ganz genau, je nachdem, wo man im Bild hinguckt, entscheiden kann, zu was für einer Zeit spielt das Ganze eigentlich. Also welches Jahr hätten wir denn theoretisch? Es sind sehr viele recht altertümliche Einrichtungsgegenstände, wie diese komische Badewanne mit Füßen oder dieser Wasserkrug neben dem Waschbecken, aber das Waschbecken sieht dann doch eher aus wie irgendwie, weiß nicht, aus den 80ern oder diese schweren Holztüren und so weiter, aber dann auch wieder Neonlicht und einfach nur ein komischer Mix. Ich glaube, ich wollte so ein bisschen das Ganze verstören oder einfach zeitlich entrücken und zu sagen, das spielt nicht wirklich in der Realität, sondern das ist eine eigene Zeit nur für dieses Spiel. Ja, okay. Dann würde ich sagen, wir spielen beim nächsten Mal weiter. Ich werde das Spiel unten eingeklappt lassen, da ja das Speichermenü immer noch nicht funktioniert. Was auch immer das für ein Fehler ist. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, denn ich habe gerade Besuch bekommen. Bis dahin. Tschüss. Tja, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Edna bricht aus. Jetzt in den letzten Atemzügen des Let's Plays. Wir müssen es ja leider durchzocken mit einem Schlag. Ich wollte es mir eigentlich noch für eine zweite Aufnahme aufheben. Aber na gut, ich werde es jetzt mit einem Schlag durchzocken müssen. Das ist ja auch fast zu Ende, soweit ich das jetzt sehe. Obwohl Poki da ja ab und zu mal gerne mal was einbaut. Wir hatten in der letzten Folge gehört, dass das Bad doch einen sehr vertrauenserweckenden Eindruck macht. Und dass man sich gut vorstellen kann, wie Edna früher in dem Bad hier gehaust hat und allerlei Dummheiten angestellt hat als kleine Edna. Und ja, ich probiere jetzt einfach mal irgendwas mit dem Feuerzeug aus Langeweile. Ich will gar nicht wissen, wie ich bei Licht aussehe. Warum nicht? Warum würdest du dich nicht selbst sehen? Ich probiere mal ganz kurz. Achso, das Feuerzeug brauche ich für unten dann. Ich erinnere mich gar nicht mehr, dass meine Badewanne ein Cabrio war. Ja, ich denke, das hat sich aus den letzten Jahren so angetan. Sobald meine Erinnerung wiederhergestellt ist, nehme ich ein einwöchiges Bad. Oh. Blub. Blub. Offenbar lassen meine Fähigkeiten als Geräuschimitator nach. Benutzen. Sobald meine Erinnerung wiederhergestellt ist, nehme ich ein einwöchiges Bad. Ach ja, davon schwärmt die Edna. Okay, dann gucken wir mal, was hier noch so zu tun ist. Der Hahn ist noch da, okay. Das Wasser ist wohl abgestellt. Okay, nehmen. Der lässt sich nicht abnehmen. Aber ich lasse mich auf den Arm nehmen. Nicht die Art von Hahn. Aua, mein Kopf. Okay, Waschbecken können wir noch angieren. Da habe ich mich immer ums Zähneputzen gedrückt. Der hat das früher nicht getan. Das gehört mir bereits, glaube ich. Reden? Hallo? Jemand zu Hause? Hallo? Benutzen? Das Wasser ist wohl abgestellt. Wie überall im Haus. Okay, wir betreten mal den nächsten Raum. Bad. Gehe zur Arbeitszimmer. Waren wir schon? Wir müssen jetzt gehen nach oben. Huch! Was ist denn hier passiert? Runter, Fenster, Vase, Tür. Poki. In diesem Raum habe ich die Lichtstimmung vergeigt. Diese Perspektive habe ich nie gezeigt. Während des Zeichnens von den Texttabellen habe ich eine Lasagne gegessen. In diesem Raum hab ich die Schattenlayer vergessen. Und jetzt steht ihr hier vor der letzten Tür. Habt euch artig alles angehört. Wofür? Ach ja,
Oh, ich liebe es, wenn Poki singt. Das muss unbedingt. Also, Poki, wenn du wieder neue Spiele machst, sing öfters in den Spielen. Das macht einfach so viel Spaß, immer dem zuzuhören. Das ist schon meins, glaube ich. Natürlich ist es deins. Ich hoffe, die Stimmung... Ihr bekommt mich niemals! Autsch. Ich hoffe, die Bestimmung... Nein. Schwenkt nochmal um. Der Sims war schon früher zu schmal für mich. Okay. Eine Wahrsage noch? Die Pflanze scheint noch zu leben. Vielleicht ist doch noch nicht alle Hoffnung verloren. Nehmen? Hey! Irgendwer hat in meiner Abwesenheit meinen geheimen Kaugummivorrat geplündert. Das ist gemein. Reden? Jetzt bin ich wieder da. Jetzt wird alles gut. Benutzen. Hey, irgendwer hat in meiner Abwesenheit meinen geheimen Kaugummivorrat geplündert. Alfred, du warst es. Bild? Okay. Wir gehen durch die Tür, aber vorher möchte ich noch einmal das Lied hören. In diesem Raum habe ich die Lichtstimmung vergeigt. Diese Perspektive habe ich nie gezeigt. Während des Zeichnens von den Texttabellen habe ich eine Lasagne gegessen. In diesem Raum habe ich die Schattenlayer vergessen. Und jetzt steht ihr hier vor der letzten Tür. Habt euch artig alles angehört. Wofür? Oh, ist das schön. Na komm, Edna, schnappen wir unseren Mut und gehen durch die Tür. Zu. Verarsch mich doch nicht, weißt du? Da wollte ich jetzt so eine melodramatische Stimmung machen. Ne, ne, ne. Und dann so, zu. Okay, dann gehen wir mal runter. Ist irgendwie schon cool, wenn man so in seinem alten Haus so, da kommt wirklich so die Stimmung auf, dass man wirklich Edna ist, wenn man in dem alten Haus dann einfach rumläuft, wie als wenn es ganz normal wäre. Okay. Feuerzeug im Ofen. Mal gucken, was noch in dem alten Kessel steckt. Yay, und wir brennen den Topf. So leid es mir tut. Ich muss den Generalschlüssel wieder einschmelzen. So, dann nehmen wir mit den Topflappen wieder raus. Kinder, das Gold ist fertig. Und gießen es da rein. Okay, einen Abdruck habe ich schon mal. Ah, nee, Quatsch. Wie ging das noch gleich? Abdruck Ass in den Ofen. Was einmal geklappt hat? Und natürlich mit den Topflappen rausholen. Jetzt Gold Gute rein. Idee. Ich schütte das Gold in die Form. Und der muss es noch abkühlen, gell? Wir kommen jetzt von alleine wieder hier hoch. Nee. Quatsch, oben. Wir haben ja kein Wasser mehr. Wir müssen zum Teich. Zum Teich. Wir müssen zum Teich. Hier war doch ein Teich, oder? War hier nicht ein... Hier war doch ein Teich, hier, da. Okay, hier geht's also nicht mehr. Wir haben auch nichts dabei, gell? Nee. Stopp, Moment. Tunke... Hallo? Inventar? Tunke, Schlüssel in Fass. Wunderbar. Und jetzt natürlich noch mit dem Pumpen. Ja, das sollte klappen. Yippie, mein eigener Haustürschlüssel. Mein Vater wollte nie, dass ich einen bekomme. Dann hätte er dich nicht mehr einschließen können. Der Schlüssel passte ja auch zu deinem Zimmer. Schlüsselmeisterin, ein Schlüssel ist sie zu öffnen. Habe ich jetzt... Ja, ich kann ja gar nicht mehr nachschauen, glaube ich, alles habe. Schade eigentlich, dass die Optionen so verpusht sind. Zu. Keine Angst, Edna, wir machen die Tür auf. So.
Jetzt können wir uns auch im Haus frei bewegen. Was ist das hier eigentlich? Nee, kann ich gar nicht. Okay, ich dachte gerade, ich habe eine Tür übersehen. Na dann, noch einmal. Pogi, los, komm, noch einmal. Stimm uns ein. In diesem Raum habe ich die Lichtstimmung vergeigt. Diese Perspektive habe ich nie gezeigt. Während des Zeichnens von den Texttabellen habe ich eine Lasagne gegessen. In diesem Raum habe ich die Schattenlayer vergessen. Und jetzt steht ihr hier vor der letzten Tür. Habt euch artig alles angehört. Wofür? Wofür haben wir das getan? Na dann, Edna, los geht's. Das ist wirklich mein altes Zimmer. Ich habe es endlich geschafft. Jetzt brauche ich nur noch mein Tagebuch. Weißt du noch, wo ich es immer hingetan habe, Harvey? Seltsam. Diese Erinnerung ist immer noch vernebelt. Aber ich glaube, mit all diesen Gegenständen hier dürfte es nicht schwerfallen, ein letztes Mal in die Vergangenheit zu tempomorphen. Au ja. Wir verstecken das Tagebuch dann einfach irgendwo, wo ich es hier finden kann. Oder wir gucken einfach gleich hinein. Noch besser. Worauf warten wir noch? Los geht's! Na dann, halt dich fest! Yay, Tempomorpher! Noch ein letztes Mal die fröhliche Kindheit erleben. Ich kann es einfach nicht fassen. Was mache ich nur verkehrt mit dir? Dem armen Alfred einfach eine Eidechse in den Kragen zu stecken. Habe ich dich so erzogen? Richtig. Ich erinnere mich daran. Mein Vater hat mir Hausarrest gegeben. Als wenn uns diese Tür jemals aufgehalten hätte. Uns interessiert nur das Tagebuch, Harf. Herr Konrad! Herr Konrad! Na toll. Trottelalarm. Was ist denn, Alfred? Bestrafen Sie Edna jetzt? Das hatte ich gerade vor, ja. Sie muss besonders hart bestraft werden. Das Ungetüm hat in meine Schulter gebissen. Ich werde vielleicht nie wieder die Fiedel spielen können. Du kannst dir sicher sein, dass die Bestrafung angemessen ausfallen wird, Sohnemann. Schön wär's. Mein Vater sagt, ihre disziplinären Maßregelungen zur Zähmung dieses überdrehten Wildfangs... Danke. ...sind höflich ausgedrückt unzureichend. Sagt er das also? Nächstes Mal sollten wir einen Skorpion nehmen. Wenn Sie nichts dagegen haben, würde ich gerne persönlich Wache schieben. Nur um sicherzugehen, dass das Ihr zugewiesene Strafmaß eingehalten wird. Nur zu. Und jetzt komm raus hier. Diese kleine Mistkröte! Ignorier ihn einfach. Lass uns lieber das Tagebuch finden. Ich sehe einen Spoiler von einem Let's Play, mit dem wir angefangen haben, meine Damen und Herren. Ah ne, das war das zweite, stimmt. The Whispered World, mein persönlicher Liebling aus dem Daedalic House. Einfach ein wunderschönes Spiel. Auch mit einer kleinen, traurigen Note, aber wunderschön. Der aufmerksame Zuhörer mag sich in diesem ersten, letzten Rückblenden-Screen wohl die Frage stellen, berechtigterweise, wie kann es sein, dass die Hintergründe, die etwa ein Dreivierteljahr vor Gründung von Daedalic entstanden sind, bereits mit der Daedalic-Feder und sogar einem Plakat zu The Whispered World geziert sind. Die langweilige Antwort auf diese Frage ist natürlich, die wurden später hier in den Hintergrund rein montiert, woraus sich auch die Anschlussfrage ergibt, was war wohl vorher auf diesen Postern? Und die noch viel langweiligere Antwort auf diese Frage ist, vorher waren das einfach zwei einfarbige Poster in diesem Raum. Enttäuschend.
Wie enttäuschend. Ach mein Gott. Oh, das war ja wirklich schwer, das Tagebuch zu finden. Aber ich hoffe...